Eines gleich vorweg. Mit dem E-Fuels sowie dem HVO-Test beschreiten der ÖAMTC und seine Partner Neuland. Die Tests wurden wie folgt durchgeführt. Von einem externen Labor wurden vor den Fahrtests Kraftstoffanalysen gemacht. In den externen Labors wurde die genaue Zusammenstellung der Kraftstoffe untersucht und kontrolliert, ob diese Kraftstoffe den Normen entsprechen. Danach finden die Fahrtests inklusive der Messungen statt. Gefahren wurde mit insgesamt 5 Testfahrzeugen. Wir haben uns folgende Fahrzeuge angeschaut. Otto Diesel, alt, jung. Und wir wollten wissen, ob die zur Verfügung stehende Technik, Einspritztechnik, Abgastechnik, mit dem neuen Sprit umgehen kann und ob wir mit diesen Fahrzeugen auch die Grenzwerte einhalten können. Mit diesen Fahrzeugen wurden in mehr als 100 Messungen die Abgasemissionen und die Verbräuche exakt bestimmt und miteinander verglichen. Die Untersuchung der Kraftstoffe hat gezeigt, dass man diese problemlos verwenden kann. Beim Benzinersatz, beim synthetischen Kraftstoff E-Fuel, konnte geringere Emissionen erzielt werden. Beim Dieselersatzkraftstoff HVO, der grundsätzlich problemlos zu verwenden ist, muss man aber darauf achten, dass er von seinem Fahrzeughersteller freigegeben wurde. Die Detailergebnisse zum aktuellen E-Fuels und HVO-Test finden Sie wie immer auf unserer Website.